Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Heute möchte ich euch The Sea Soul Journeys Orakelkarten vorstellen von Pippa Best. Ja, und das große Thema ist Wasser, das Meer und halt die See. So sieht das von hinten aus. Und es kommt in einer wunderschönen, stabilen Box, die Karten und das Büchlein. Und was auch positiv anzumerken ist, das Ganze kam nur mit zwei kleinen Plastiksiegel Klebepunkten. Ansonsten war das ganze Deck ohne Folie, Plastikfolie eingepackt. Also es kommt ohne Plastik groß aus Verpackung. Finde ich schon mal ganz der richtige Weg. Vor allen Dingen, weil die See wird es danken. Das Ganze ist in so ein Petrol, wunderschön dunkelgrün ausgeschlagen, die Box. Dann haben wir hier so ein kleines Büchlein mit der Farbenheftung ganz witzig gemacht. Und ja, da, das ist jetzt auch 2022 rausgekommen, ist also dieses Jahr rausgekommen. Relativ neu. Und dann gibt es, wie gesagt, Einleitung über die Autorin und warum sie die See jetzt als Thema gemacht hat und und. Und das wieder so typisch hier Present, Past, Present, Future, drei Segelkarten, zwei Karten und dann noch mehr Möglichkeiten, wie man mit den Karten arbeiten kann und interpretieren kann und und. Und das Ganze sind in vier Themen aufgeteilt, die Karten. Und ja, da wird dann jeweils die vier Themen behandelt und dann jeweils auch dann die Karten am Ende sozusagen. Immer so eine kleine Spalte mit einer Schwarz-Weiß-Abbildung der Karte und dann Reflexion, Segnung und Mantra zu jeder Karte. Ja, und hinten, ich glaube, das endet dann auch mit der letzten. Ja, und das war's mit dem Büchlein. Mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Man kann ja auch intuitionsmäßig das machen, intuitiv. Dies fand ich ganz nett. Das ist auch aus Papier, die Banderole, mit denen die Karten gehalten worden sind. Das Ganze ist hier mit so aus Pappe und Inlet gemacht. Ja, und hier sind auch die Karten, wo man sieht, die Rückseiten mit den vier Themen. Wunderschön. So sind die dann aufgeteilt. Die Kartenstärke selbst ist völlig in Ordnung. Biegsam, flexibel, nicht zu steif, gut zu mischen. Und ja, ich gehe es einfach mal so durch, ohne viel Worte, weil die Bilder sind einfach so atemberaubend teilweise. Da kann man dann wirklich sich wegträumen. Ans Wasser, ans Meer. Hier fängt dann auch sozusagen mit der farblichen Markierung vorne auch das zweite Thema an. Das ist auch ganz, also wie gesagt, atemberaubend. Und ich
bin auch im Überlegen, ob ich dieses Kartendeck mit ins Büro nehme, weil diese Karten sind recht unverfänglich. Da gibt es dann keine komischen Fragen. Wenn ich jetzt da, also ich vermeide das dann schon. Also Beruf und private Sachen zu trennen. Aber hier kommt man echt auch so ins Träumen. Ach so, ja, wir sind auch schon wieder bei, schon längst wieder an einem anderen Thema. Auch wieder farblich anders. Wahnsinn. Auch so die Farben. Hier kommen wir dann mit einer neuen Farbmarkierung in das letzte Thema. So, und Pause. Das ist das Stichwort. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.